So, das ist unser Fragenlotto. Also kannst du mich jetzt wieder angucken. Was ist das? Fragenlotto. Fragenlotto. So, der Vorteil ist, du kannst die Nieten und die Gewinnerlose schon erkennen. Ja. Die Nieten sind die Grünen. Nein, sind die Roten. Die aber. Nieten sind unverschämte Fragen. Mhm. Und die Grünen sind total harmlose Fragen. Aha. Du kannst entscheiden. Nee. Soll ich aufmachen? Ja, klar. Ist eh klar. Geht Ihnen die Volksmusik im Grunde Ihres Herzens nicht tierisch auf den Geist? Nein. Also ich stehe dazu, es gibt einfach Dinge in meinem Leben. Also wer mich kennt, das, was ich mache, dazu stehe ich. Also ich bin mit der Volksmusik aufgewachsen und es steckt ja leider immer zu viel von dieser Musik in irgendwelchen heile Welt-Schubkästen der Deutschen, dieses Schubladendenken. Das ist teilweise schlimm, macht uns aber eigentlich nichts aus. Also es macht uns eigentlich eher in der Volksmusik-Szene noch stärker und nein, ich liebe diese Musik. Aber ist die Volksmusik an dem heile Welt-Image nicht selber schuld? Ich meine, es geht ja meistens um positive Dinge und... Na gut, wir wollen ja auch nicht hören, in Sarajevo geht ein Kernkraftwerk in die Luft, ne? Nee, das wäre kein schöner Titel. Da möchte ja keiner drüber irgendwie singen. Ich sag mal Pur oder Christina Stürmer oder egal, Mr. President, Aguilera hat das, glaube ich, gesungen. Ne? Das sind auch Dinge, wir wünschen uns eine schönere Welt, dass unsere Welt nicht top in Ordnung ist. Ne? Da braucht man nur jeden Tag die Tagesschau anmachen. Aber man wünscht sich das. Und natürlich, weil wir das heute so direkt verkörpern. Also jeder schaut auf uns, weil es eben Erfolg ist, erfolgreich sind, ist man eben in dieser Schublade drinnen. Macht uns aber überhaupt nichts. Andere machen es auch, über die wird nicht gesprochen, über uns wird gesprochen. Was sollen wir machen? Gut. Ja, wir haben auch noch grüne Fragen. Ja, ist eh klar. Wahrscheinlich sind es das wahrscheinlich die Schlimmeren. Das kommt immer drauf an. Für den einen sind sie die Schlimmeren, für die anderen... Das sind halt alles Fragen, die würde man normalerweise nicht fragen. Gegen Sie ist Heimtier ja eine Eintagsfliege. Was ist das Geheimnis Ihres dauerhaften Erfolges? Also wenn ich so viele Platten verkauft hätte und so Kult gewesen wäre wie Heimtier, also da kann man nur eigentlich einen Hut vorziehen. Also der hat, glaube ich, einer von wenigen die erfolgreichsten Filme mit unserem, glaube ich, erfolgreichsten Entertainer Europas, Peter Alexander, gemacht. Ich denke nicht, dass das eine Eintagsfliege. Er kann ja nichts dafür, dass er einen Stimmbruch gehabt hat. Natürlich hat man als Kind immer mehr Vorteile irgendwo. Aber dieser Mann hat einfach in seinem Leben, wie er noch Junge war, so viel erreicht. Ich glaube nicht, dass das unter Eintagsfliege zählt. Also er singt ja auch heute noch. Und er war auch in einer meiner ersten Sendungen. Also da kann man einfach nur den Hut ziehen von diesem Mann. Ne? Was der in jungen Jahren geschafft hat, für das, dass er dann hier aus war, kann er nichts für. Hm. Nee, Hut ab, keine Eintagsfliege. Gut. Noch eine rote oder eine grüne? Ach, ich nehme noch mal grüne, die war ganz interessant. So. Wie haben Sie es geschafft, bis heute Ihren jugendlichen Charme zu behalten? Tja, keine Ahnung. Ach, ich glaube, wenn man das alles irgendwie zu verbissen sieht, dann... Ja, ich weiß es nicht. Also ich liebe es halt, heute irgendwie so zu sein. Ne? Klar spricht man sich immer leichter, wenn man vielleicht Erfolg hat oder irgendwie. Also ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn man keinen Erfolg mehr hat. Ne? Das ist ja auch ganz was Schlimmes. Also ich bin ja momentan einfach so glücklich, dass ich mit mir selber spielen kann. Also ich habe eine tolle Familie, ich habe Erfolg in meinem Beruf, habe tolle Freunde, die mir zur Seite stehen und dann kann ich auch ganz anders mit mir. Also um Gottes Willen, ich bin nicht immer so wie
wie vor der Kamera. Der Maras kann auch mal einen Rasenmäher zusammenschlagen, ne, vor lauter Wut. Oder einen Rechner aus dem Fenster schmeißen, weil einfach zum 100. Mal den scheiß Virus drauf hat. Das ist schon passiert? Ja, ja, ganz schlimm. Also wenn ich, oh ja. Dann möchte ich, das Thema möchte ich nicht, weil, okay. aber ich liebe es einfach, auch mich selber mal auf den Arm zu nehmen. Also wer über sich selber nicht lachen kann, der hat eigentlich in dieser Szene nichts verloren. Mhm. Mich hat mal Stefan Raab gefragt oder Harald Schmidt, macht es dir eigentlich was aus, wenn wir dich ab und zu mal so verarschen oder so? Also das ist ja das Genialste dieser Welt. Also wenn ich daheim sitze und einer verarscht mich im Fernsehen, ich lache mich dumm und scheppig. Und wenn man das nicht mehr kann, dann soll man lieber ins Finanzamt gehen und vor dem Computer arbeiten und um 8 Uhr in die Arbeit gehen und um 17 Uhr wieder nach Hause. Dann hat man in der Unterhaltungsszene nichts zu suchen. Ja, ich glaube ja. Gut. Noch zum Abschluss vielleicht eine rote? Ja, nimm eine rote. So, jetzt wäre wahrscheinlich, das war jetzt der Griff in die Kloschüssel, oder? Wollen Sie? Wollen Sie nicht auch mal gerne gute Musik machen? Die machen wir eigentlich. Es ist ja so, dass es einfach Leute gibt, das habe ich ja vorher schon angesprochen, dieses Schubladendenken, die sagen, mein Gott, du Rosse oder ihr, alle da zusammen. Jetzt stellen Sie mir vor, diese Musik würde es nicht geben und es geht zum Oktoberfest oder zum Après-Ski. Und es könnte keiner mitsingen, es könnte keiner was tun, es könnte keiner auf die Bänke gehen. Diejenigen, die nämlich sagen, was machst du denn für eine scheiß Musik, die erwischt man plötzlich unter der Dusche irgendwo und können alle Texte, können alles mitsingen. Ne? Also ich verlange nicht von jedem, dass er das Kufsteinlied in- und auswendig kann. Das kann ich nicht einmal oder irgendwie. Wir singen auch kein Kufsteinlied, wir singen auch keinen Schneewalzer. Wir machen auf der Bühne auch mal Dinge, wo wir sagen, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Also Reinhard Fendrich habe ich zum Beispiel auf meiner letzten CD von ihm einen Titel gehabt. Stefanie singt auf der Bühne Lieder von ABBA. Man kann so vieles machen, eben weil es diese Unterhaltungsmusik ist. Also es ist Musik fürs Volk. Und da kann man so viel ausprobieren. Also wenn es diese Musikrichtung nicht mehr geben würde, würde es ein bisschen ärmlicher ausschauen auf dieser Welt. Also erstens, es gibt ja viele Leute, die verstehen ja nicht einmal von ihren Idolen die Texte, weil sie ja gar nicht so Englisch können. Teilweise versteht man auch die englischen Texte gar nicht. Also darum bin ich froh, dass ich Deutsch singe. Super, vielen Dank. Ja, danke schön. Das war sehr schön. Ja.